Herzlich willkommen bei Vineo. Mein Name ist Patrick Ovenhausen und ich zeige Ihnen heute die fachgerechte Verlegung eines Designbodens zum Kleben. Unsere Designböden gibt es in verschiedensten Dekoren, Formaten und Nutzungsklassen. Heute verlegen wir die Vineo 800 mit einer 0,55er Nutzschicht. Diese ist besonders geeignet für den Objektbereich. Für die Verlegung eines Designbodens zum Kleben brauchen Sie nicht viel Werkzeug. Sie brauchen Ihr ganz normales Verlegemesser, ein Klebespachtel, idealerweise zum Zuschneiden einen Winkel, eine Handrolle, vor allem für den Randbereich, und eine mindestens 40 Kilo Gliederwalze, um zum Abschluss der Verlegung die Fläche komplett anzuwalzen. Ganz wichtig ist auch der Klebstoff. Bitte verwenden Sie für unseren Designboden nur freigegebene Klebstoffe. Diese finden Sie im Downloadbereich auf unserer Internetseite. Bevor wir mit dem Verlegen starten können, müssen wir natürlich den Untergrund prüfen. Dieser muss grundsätzlich planeben, fest, trocken und natürlich sauber sein. Auch auf das Raumklima sollten Sie achten. Diese Informationen entnehmen Sie bitte unserer Verlegeanleitung oder schauen sich unter Video Untergrundvorbereitung an. Der Untergrund sollte vor dem Verlegen natürlich gespachtelt werden. Wir empfehlen Ihnen, mindestens 2 mm zu spachteln, optimalerweise in Rakeltechnik. Für den Beginn der Verlegung hat es sich bewährt, den Raum auszuwinkeln, weil nicht alle Wände immer hundertprozentig gerade sind. Wir machen uns nun einen Schnurschlag in der Mitte des Raumes, um einen optimalen Anfang zu bekommen. Nun können wir mit dem Klebstoffauftrag beginnen. Wir arbeiten hier im halbnassen Klebstoffbett, das heißt, der Klebstoff muss eine gewisse Zeit ablüften. Bitte beachten Sie hierzu die Herstellerangaben auf den Eimer. Bitte nur so viel Kleber aufziehen, wie Sie auch in der Einlegezeit einlegen können. Nachdem Sie die Ablüftzeit gemäß Herstellerangaben eingehalten haben, können Sie auch eine Fingerprobe machen. Sie können prüfen, hat der Klebstoff mittlerweile ein bisschen Takt, das heißt, fängt er an zu kleben, und dann können Sie auch schon mit der Verlegung des Designbodens zum Kleben beginnen. Dazu nehmen Sie sich einfach ein Paneel und legen dies entlang Ihrer Schnur, die Sie vorhin gemacht haben, entlang. Der Zuschnitt der Paneele ist sehr, sehr einfach. Sie benötigen einfach ein Verlegemesser mit einer Trapezklinge zur Hilfenahme, einen Winkel. Und nun können Sie entsprechend das Paneel auf die Länge, die Sie haben wollen, kürzen. Sie reißen oben die Nutzschicht an und dann können Sie es brechen und entsprechend nachschneiden. Nun können Sie Paneel für Paneel fortfahren. Wichtig ist, dass Sie die Paneele immer fugendicht, aber spannungsfrei voreinander legen. Es ist immer hilfreich, zwischendurch mit der Handwalze schon einige Paneele anzuwalzen, damit diese sich eben nicht aus dem Klebstoffbett wieder hinausziehen. Prüfen Sie auch zwischendurch immer, wie die Benetzung des Klebstoffes ist. Hierzu können Sie einfach ein Paneel wieder leicht aus dem Klebstoffbett lösen und prüfen, wie ist die Benetzung. Optimalerweise haben Sie 50% Klebstoff am Boden und 50% am Paneel. Hier haben wir eine optimale Benetzung des Klebstoffes. Nachdem Sie nun
die komplette Fläche verlegt haben, sollten Sie die komplette Fläche einmal mit einer 40 Kilo Walze anwalzen. Nachdem Sie nun die gesamte Fläche mit der großen Andrückwalze angewalzt haben, sollten Sie im Randbereich nochmal mit der Handrolle anreiben. So schnell und einfach ist die Verlegung eines Designbodens zum Kleben hier aus der Kollektion Vineo 800. Nun müssen Sie nur noch die Sockelleisten montieren. Hierzu finden Sie ein Video in unserem Videoportal. Mein Name ist Patrick Hofenhausen. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Schönen Tag!